Aber weißt du, wen wir da vor uns haben? Pokézy. Richtig. Den hast du gerade eben noch angesprochen. Haben wir ja schon gesehen on Stream. Und Fortuna's Nets haben wir. Und wir sehen wieder das. Holuchar zusammen mit Psychic Terrain. Das ist cool. Und auf der anderen Seite sehen wir das, was wir eben schon gesehen haben mit Eiszapfhagel-Mist-Team. Ja. Eiszapfhagel-Dodge-Team. Ja, und Matchup. Also, wir haben Roxetta mit Pixie auf der Seite von Fortuna's Nets. Wir haben Defogger. Also, ich würde bei den Matchups immer gucken, wie gut kommt Restadero durch. Also, wenn man Restadero spielt, muss man immer gucken, okay, wie gut ist das effektiv. Und das ist nice, ne? Es ist okay. Du hast halt eigentlich Kramor, welches das one-shottet und eigentlich plus 2 leben sollte. Jo. High Jump kriegt viel. Also, wenn es High Jump. Allerdings kennen wir mittlerweile, wie das Kramor ausgelegt ist. Das heißt, wir beide könnten wahrscheinlich sagen, ob das eher gut oder eher schlecht dagegen ist. Aber Kramor muss halt wirklich Full Life sein, wahrscheinlich, wenn es plus 2 ist. Ja, worum es mir primär geht, ist, wenn die Leute an den Desks ohne Kopfhörer dort rumsitzen und ich dann die Force-Spreads verrate, dass das wohl nicht sonderlich fair gegenüber den Spielern ist. Deswegen halte ich mich da lieber ein wenig zurück und freue mich auf ein nices Match. Okay, Runde 1 Gamble Lead. Guck dir diesen Gamble Lead an. Wieso? Naja, also, ich meine, klar, du kannst U-Turn, aber eventuell ist Trickfalo halt auf Scarf. Es ist ein Gamble Lead. Und wenn Trickfalo aber U-Turn, ne? Und die Switch Initiative holt, gegen wahrscheinlich Kramor, genau, weil Kramor die Initial Antwort für Trickfalo ist. Der kann ja auch Fire Blast, in der Theorie, ne? Ja, glaube ich nicht. Draco. Ja, er hat wahrscheinlich das Überraschungsmomentum ausnutzen wollen, dass er eventuell so ist. Und das ist eben der Gamble, den ich meine. Kramor schon mal angechippt für Restadero. Ja, ich denke, das wird sehr, sehr safe gespielt auf der Seite von Pokies. Und auf der Seite von Fortunas, er hat auch absolut Sinn ergeben, ne? Ich denke, dass man für den Draco geht, um den Gegner zu überraschen, falls er sich auf den Gamble einlässt, ist Turn 1 immer relativ solid, wenn du ahead bist. Also Turn 1 das gute Elite-Matchup hast. Aber jetzt, ne, der ist, muss wahrscheinlich rausgehen in Minus 2, ohne U-Turn übrigens. Das, ne, sollten wir vielleicht angemerkt haben. Und wir sehen Protzer. Okay, okay, okay. Der kann... Da. Sturzflug? Sturzflug, Roost und wahrscheinlich hat er noch, vielleicht Sub? Ja, keine Ahnung. Also, habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ich weiß nur nicht, inwieweit das Matchup geil ist. Also er protzt sich jetzt gegen einen Scald-User, das ist immer ein bisschen riskant. Das denke ich nämlich, also ich weiß nicht, wie geil das ist. Irgendwann. Und, erfahrungsmäßig wird man dafür gepunished. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich mein Problem damit. Ich meine, klar, du kannst auch in dem Matchup auf plus 6 gehen. Und dann kann der Burn dir auch egal sein. Aber die Frage ist halt, wie sehr gechippt bist du wieder bis dahin? Das ist das wert quasi, ne? Ja, genau, genau. Weil der ist ja quasi dann useless. Ja, keine Ahnung, ich sehe auch wirklich nicht, was Gastrodon dagegen machen möchte. Deswegen geht er raus in Hydrain. Warte. Der kann halt ohne Probleme Fireblasten, ne? Er könnte ohne Probleme Fireblasten. Aber? Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden das macht. Weiß ich nicht, wie viel macht das? 60? Ja, aber es ist im Endeffekt egal, weil Kikipalo jedes alles lebt von dem. Mhm. Ja, das Ding ist halt, wäre der jetzt nicht geburnt, Kramor, und sagen wir, der Fireblast macht wirklich 60, dann heilt er sich mit den Leftovers und dem Roost gegen den Feuerflur. Es macht 60, es ist mal eher 70, ne? Genau. Und hätte er jetzt die Leftovers, könnte der für die Fireblast ausstallen gehen, weil der sich quasi mehr heil, also genauso halt wie der Schaden macht und es gibt eine Misschance. Also, ne, auch wenn er ein bisschen mehr Schaden macht, reicht ja, wenn er irgendwann misst. Ja. Aber jetzt mit der Verbrennung kriegt der immer ein bisschen Chip. Und der kann vielleicht, ja, das ist das Problem. Er kriegt halt Chip. Und ja, es ist ganz schön warte, knapp. Er kriegt kein Chip, ne? Ist es nee, es ist, warte. Wir sehen es gerade. Müssen wir drauf achten. Ja. Nee, er bekommt HP mit zurück. Er kriegt HP zurück. Ja, ich sag doch. Und zwar macht Trickfalo keinen Schaden in dem Matchup. Eben wegen des
EV Investments von Kramor. Es macht keinen Schaden. Ja, er hat ja noch ein anderes Pokémon, welches ihn sehr stark pressern könnte. Aber er hat der Feuersturm. Okay. Das heißt halt. Das war jetzt ein dicker Hit. 7 HP minus, der macht. Ne, eben gerade waren es mehr, diesmal war es weniger. Als es hat er nicht 49 HP gerade eben? Hatte er. Er hat gerade 7 HP verloren insgesamt. Ja, aber glaub mir, es ist. In a roll. Auf 50%. Ja, genau. Das sehe ich. Das Ding ist halt, selbst wenn er mit der Max-Roll 7 bis 10 KP verliert, es ist immer Ur. Immer Ur zu drücken, ja. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Er hat 1 Million geile Fireblast-Switch-Ins, die das punishen könnten. Aber er ist halt auch gerade auf plus 3 und er pressert halt das komplette Gegnerteam gerade kaputt. Obwohl er geburnt ist. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Alles, was physisch ist, also nur Resladero und Kramor, halt, die könnten sich gegenseitig Pipis dollen mit Kramor. Die machen sich doch gegenseitig bestimmt keinen Schaden. Ich denke, oder? Pixie könnte doch da reinkommen und Feuer, hier den Feuerruf drücken. Weil das Live-Hop hat, wahrscheinlich, vielleicht, Pixie. Naja, das sollte mehr Schaden machen als das Hydro-X. Ja, also angenommen, das ist ein defensives Pixie, hatte keine Chance, Kramor zu töten, glaube ich. Dann nicht, dann wird es schwierig, ja. Schäfer, du hast noch 6 Mons über und fängst an, dich zu setupen, weil du weißt, dass der Gegner dich nicht killen kann. Und ja, keine Ahnung, dann kommt es vielleicht irgendwann, also ich weiß nicht, mit dem Burn, wenn du plus 3 bist, wirst du irgendwann auch das Matchup gegen das Gegner-Kramor und gewinnen. Nein, du könntest ja auch, das Gegner-Kramor könnte ja auch Trotze haben. Ja, das ist richtig, aber dann wäre er doch längst da reingegangen, weil dann würde er das Matchup immer gewinnen, weil er nicht geburnt wäre. Ja, ist richtig. Also, sonst wäre es ja jetzt zu spät. Jetzt an diesem Zeitpunkt wäre es dann zu spät. Glaube ich nicht, ich glaube, er kann das immer noch machen. Also, ja, keine Ahnung, ich denke, Burn und Instant reingehen wäre ja immer der Play gewesen, deswegen ich würde das sogar schon fast ausschließen. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt. Er kommt hier an Griff. Ja, der war nice. Der war ein schönes Play. Aber er macht zu wenig. Ja. Kann aber nach wie vor die Spätstaffel droppen. Das heißt, wenn er auf Roost mit den Erdkräften prediktet, hat er die. Ist es ein Spätstaff-Drop oder? Ja, es ist ein Spätstaff-Drop. Ja. Also. Aber der ist halt auch unwahrscheinlich. Ja, ist halt auch irgendwie Schwachsinn, ehrlich zu sein. Wobei, eigentlich ist es übergeil, mit Gastrodon Earth Power zu spammen, oder? Weil, ich glaube, ich hätte auch das Gold. Ja, gut, jetzt nicht. Ich hätte, glaube ich, immer Earth Power gedrückt, weil Kramor da nicht Full Life aus dem Matchup rausgeht. Also der war dann so ungefähr bei 60% stagniert. Und dann hat er, halt, er hätte noch einmal chippen müssen mit irgendwas, was er killen muss. Sowas wie Holucha. Und dann hätte er ihn mit Fireblast springen können. Das heißt, er hätte ihn mit Fireblast springen können. Also, es war nicht mal Schaden. Ja gut. Selbst das Matchup ist immer noch ein bisschen tricky. Haben wir Items von Gastrodon? Ja, wir haben die Leftovers. Naja, also in der Theorie ist mit Kramor wirklich gerade dabei, das Match alleine zu gewinnen. Aber ich glaube, dass hier noch Fortuna's Nuts noch das, was ja. Im Petto hat gegen den. Ja, also ich glaube, jetzt kann er wirklich Erdkräfte spammen. Jetzt an der Stelle. Ja, das ist halt einfach, also, und dann kriegt er halt, weißt du, das Ding ist, Erdkräfte-Spam, bis ein Spätstaff-Drop kommt, um dann Siedewasser zu drücken, ist halt einfach zu gut. Das Problem auf der anderen Seite ist halt, dass in die Erdkräfte nur bedingt viele Mons reinkommen wollen. Naja, eigentlich nur eins, so richtig, ne? Ja, und das auch nicht so richtig. Und dann würdest du halt deinen kompletten Boost von Kramor aufgeben. Also das und ist auf jeden Fall giga useless. Es ist nicht das, was sich jetzt hier Pokesi vorstellt, was zu machen ist. Überheblichkeit, okay. Schuss, zack. Ah, über. Ja, also das Ding ist halt, Gastrodon ist jetzt in der Lage, es könnte auch Genesung spammen, weil die Moves alle nicht killen. Und genau, ich glaube, es könnte jetzt sterben. Durch die nächste Attacke. Meinst du? Ja.
Macht das mehr? Ja. Warum? Erklär mir die Attacke, Laurus. Ja, das ist das Problem. Kann ich gerade nicht. Aber wir haben gerade Damage gesehen, das war mehr. Ah, okay. Protzki einfach nochmal, siehst du? Erdkräfte, wäre vielleicht jetzt ein cooler Play gewesen, ne? Aber... Okay, ja gut. Aber es wäre cool gewesen, wenn er wirklich U-Out gemacht hätte, hat aber nicht. Also ich glaube, ich wirklich Erdkräfte gespammt, um wirklich, dass er wirklich nicht aus Full-Up da rauskommt. Ja, das ergibt halt absolut Sinn. Aber jetzt an der Stelle ist Kramor ein Attack mehr, weshalb der jetzt eigentlich zuhitten müsste. Aber, ne, ist halt nur ne, ja, okay. Laus, du darfst mir gleich sehr gern die Attacke erklären. Klar. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das gern hätte. Auf jeden Fall ist das Matchup gegen Gastrodon jetzt definitiv gewonnen. Und Kramor kann zwar den Kill claimen, die Frage ist halt nur, mit wie viel Leben er aus dem Matchup rausgehen möchte. Weil er ist definitiv in Fire Blast Range. Okay, das heißt, er nimmt den Kill in Fire Blast Range. Das ist interessant. Mhm. Das heißt, er tradet quasi sein Kramor. Nein, warte. Nope. Ja, nicht unbedingt. Der hat genug Switch-ins. Ja, jein, aber danach kommt er halt in fast nichts mehr rein, glaube ich. Also, doch, ups, okay. Der braucht den halt. Also Überheblichkeit ist quasi wie, also wenn du mehr Boosts hast, machst du auch mehr Schaden. Ah, wie, ja, verstehe ich. Wie Stored Reverse, Power. Reverse-Vergeltung, ja. Gilt das überhaupt? Okay. Nein, nur Fire Blast hätte gekillt. Nur Fire Blast hätte gekillt. Ja, aber warte. Jetzt gewinnt Kramo das Game. Ja, wenn er jetzt... Das war die letzte Chance, Kramor zu töten. Wenn er jetzt nicht den Flinch bekommt. Das ist auch egal, das macht doch nichts, oder? Ich glaube, zwei Flinches können reichen. Ein Flinch könnte reichen sogar vielleicht. Also ich hatte gerade eben den Fall... Also, er hat ja so gespielt, dass er sein Gastrodon tradet, dafür, dass er Kramor... Du hast recht, ein Flinch wird reichen. Dass er seinen Kramor mit Fireblast killt. Und es hätte halt Sinn ergeben, den dann auch mit dem Fireblast zu claimen. Weil jetzt braucht er... Zwei Flinches, ein Crit und ein Flinch oder ein Cringe. Und der Fireblast Kill wäre halt ein Stück geiler gewesen an der. Aber ich kann natürlich verstehen, dass er, wenn er glaubt, behind zu sein, nicht den Fireblast drückt, um Seismitote oder sowas zu predikten, der halt easy in Fireblast reinkommen würde. Jetzt hat er nochmal die Chance zu flinchen. Ja, das ist richtig. Das ist definitiv richtig. Und, genau, dass er nicht Fire Blast drückt, damit er nicht sowas wie Liberlo oder Seismitoad reinkommen lässt. Und sozusagen damit Headcanned hier. Nee. Aber ich glaube, die Chance kriegt er jetzt definitiv nochmal. Und irgendwann kommt der Flinch, weißt du? Irgendwann kommt der. So wie irgendwann auch Ice Safari müssen. Richtig. Aber, ja, keine Ahnung. Der hat halt noch einmal die Möglichkeit jetzt für den Flinch und danach killt er nicht mehr. Und dann ist Hydreigon weg. Und wenn Hydreigon weg ist, war's das. Das war die letzte Chance, den zu killen dann. Ja. So, jetzt ist Kramor full life. I mean, das müsste Game sein. Außer spielt überall Protect und PP Story noch, aber mit seinem Kramor zum Beispiel. Finden wir es heraus. Naja, also, okay, ja, also, ich hätte Kramor als Kramor Pipistol Switch genommen. Jetzt kommt der Flinch, da muss ich mal mehr da. Okay, aber es kommt der immer, Crit. Immerhin der Crit. Ja, tatsächlich halt. Aber ich hätte ja jetzt noch Pixie irgendwie, der Donnerblitz oder so. Ich glaube... dass wenn es Offense Pixie wäre, er nicht das gechoiste Hydreigon genommen hätte, um in das Kramor zu gehen. Denn wenn das Pixie Donnerblitz hat und Offense ist es der Life Orb, dann outspeedet er den wahrscheinlich. Wenn nicht outspeedet, ist es sowieso Game. Und wenn er den outspeedet, wäre er vorher schon reingegangen. Da ist tatsächlich Pixie. Also I mean, selbst wenn der Life Orb ist und den jetzt killt, hat Kramor alles gemacht, was er machen sollte. Der hat Hydreigon genommen
Und Hydreigon ist das, wofür... Ah, okay, danke. Hydreigon ist das, wofür der in dem Game ist. Das sieht für mich nicht nach Life Orb aus. Überhaupt nicht, oder? Also nee. Gar kein Damage hat das gemacht. Ja, nicht so viel. Eher so 3. Das Problem ist halt, dass das sein stärkster Move gegen ihn war. Sein stärkster verbleibender Move war das. Ja. Und glaubst du, der One-Hit? Nein. Nee, der ist geburnt. Der macht eher so 90. 80 bis 90. Oder warte, der Crit könnte jetzt reichen. Nee. Nee. Never ever. Der Crit hat er gereicht. Ey, er wurde schon einmal gecrittet, ne? Also, ja, ja. Hätte auch burnen können, aha. Ja. Gibt's noch eine Möglichkeit, für Horlucha das Game zu gewinnen? Nee. Meinst du? Warum nicht? Das Ding ist, Horlucha stirbt halt durch One-Shot und der braucht halt Setup. Ja, aber potenziell, ja, Seismitode, aber wenn Seismitode keinen Move gegen ihn hat? Der wechselt nicht mehr raus mit Kramor. Der wird das Game mit Kramor jetzt hier an der Stelle gewinnen. Ja, ich hatte gedacht, wenn der irgendwie nochmal doppelt crittet oder so. Also selbst wenn der, weißt du, die Frage ist, selbst wenn er doppelt crittet oder Quadra crittet, hat er dann überhaupt noch eine Chance? Ja, doch. Wenn er das irgendwie wegbekommt, ja, dann vielleicht. Das heißt, die Wincon ist es zu Quadra critten, um danach... Nee, das bringt trotzdem nicht. ...auf ein Misplay zu hoffen. Du kannst dich gegen Crits hochheilen. Um danach auf ein Misplay zu hoffen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das Ding ist, wenn du Quadra crittest, der Crit macht über 50%. Das heißt, der wird ihn langsam mit dem Crit chippen. Der macht dann so 70 oder so. Ich glaube, der Crit macht nämlich genau 50%. Ja, ja, könnte mit dem Burn reichen. Nein. Ja. Nee. Da lässt er was genauso viel halt wie Burn. Ja, I mean, das ist Game an der Stelle. Überleg mal, du setupst dich mit deinem Mon, während der Gegner alle anderen 6 Mons noch healthy hat, weil du weißt, dass der Gegner ihn nicht bieten kann. Hammer krass. Ja gut, dann, ja, also die anderen beiden machen auch nicht so viel. Ja, Kramor könnte noch, ich weiß nicht. Aber ich weiß halt, ich kann es auch nicht einschätzen, wie gut Kramor gegen Kramor ist. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Überheblichkeit macht. Also es sollte schon wirklich viel Schaden machen. Ich denke auch so, aber das ist halt resisted, ne? Und nee. Ist nicht? Ist der nicht Steel? Ist nicht nee, normal? Überheblichkeit ist Dark Type. Das ist ein Dark Type? Dark Move. Okay, never mind. Ja, dann ist schon komplett egal. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist... Weißt ja, du? Ist Dark Move. Ist ein Dark Move, okay. Ja, dann ist es wirklich egal und Kramor wird auch gegen das andere Kramor gewinnen. Vielleicht tötet der Freezer jetzt Kramor. Womit? Psychokinese. Ja. Mit Glück kriegt er einen Spätzle-Drop. Tötet hätte gereicht. Aber immerhin, ne? Also... Immerhin Crit so. Tötet gereicht. 30. Ja. Jetzt nicht mehr. Aber ein Spätzle-Drop Crit vielleicht. Ich muss sagen, das hat mehr geballert, als ich gedacht hatte. Hat mehr Schaden gemacht, der Flamme von Pixie. Also. Ja, irgendwie. Das ist halt ein Pito-Feld, ne? Ja, es ist halt irgendwie resisted, ne? Hm. Ja. Der Vogel, der fliegt einfach immer noch. Aber vielleicht hat er bald keine Ruheort mehr. Kranker Typ, ja. Vielleicht. Dann muss er halt die Kills claimen. Das wäre sehr dramatisch für ihn. Eieieiei. Ja, ne? Das ist Celesteela in ganz schön ekelig. Aus der letzten Gen. Die Ultra-Bestie und alle haben die schon eklig gefunden. Aber der kann sich einfach noch heilen. Und sich cool boosten. Überheblichkeit. Und dreimal Schiss. Ja. Also wenn der nicht ausreicht, also. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch Resladero und Kramor gegen Kramor. Ja, und Kramor gegen Kramor. Das Matchup. Ja, gut. Ich würde glaube ich aus Prinzip das Kriegefeld auslaufen, wenn das und dann getötet. Das Kriegefeld, ja. Dann wird er mit Resladero gegen das hier aktiviert bekommen. Ich höre dich gar nicht mehr so gut, glaube ich. Ja, ich glaube, das liegt dann eher am Mikro und nicht daran, dass. Ach so. Naja. Auf jeden Fall, da kommt der Close Combat und der macht 4-5 KP Schaden. Ja, es war so
eher so mittelfiel Schaden. Ja, ne? Bitte? Hörst du mich überhaupt noch? Ja, leise, aber ich höre dich. Was ich vor allem nicht höre, ist Restadero, weil der ist ganz schön weg. Ganz weg. Und jetzt haben wir noch Kramor gegen Kramor. Kramor gegen den Rest der Welt. Ist lustig, weil wir auf der anderen Seite auch Kramor gegen den Rest der Welt haben. Ich will wissen, wie viel Schaden das macht. Die Weltlichkeit? Ja. Und das sind so, ja, gediegene 60 bis 70. Also es ist so traurig. Es ist so traurig. Ja, aber keine Ahnung, ne? Er hat seine Chance gesehen, er hat es einfach gut gemacht. Ja, aber das ist super frustrierend als Gegner. Oh mein Gott. Ich sehe mich da, ne? Ich finde das. Oh mein Gott, mich würde das richtig ärgern. Also. Ich meine, das ist halt jetzt so, ne? Für mich ist schon frustrierend beim Zusehen, weil es war gut gemacht und er hatte zu dem Zeitpunkt gewonnen, als er ihn reingeholt hatte. Und es dauert ewig, bis man das runterspielt, aber es war halt einfach gut gemacht. Das ist halt super traurig. Aber kann man nichts machen. War halt ein gutes Spiel, ist dann auch ein verdienter Sieg und damit auch ein verdienter Einzug ins Finale.